gut, ich bin jetzt einen Schritt weitergekommen. Ich habe einfach darauf gewartet, dass diese Kiste noch ein paar Mal respawnt und habe dann dasselbe gemacht wie vorhin bei dem Löse, wo ihr das beobachten konntet. Und jetzt ist meine Aufgabe hier erledigt. Ich soll jetzt das Kastell von Durchstütz betreten. Und dazu muss ich jetzt von da dahin. Nee, Quatsch, hierhin. Und mal gucken, ob heute, ob ich wieder vom Pferd gezogen werde oder ob ich diesmal in Frieden reiten kann. Kurz gucken. Jo, dem Weg folgen. Und hoffen, dass mich nichts vom Pferd zieht. Das ist ein ganz schöner Umweg, muss ich feststellen, wenn ich mir das auf der Karte habe. Zweimal verfluchte Schweinediebe! Die Nebenquest nehme ich mal kurz an. Diebe! Durchsturz ist voller Diebe! Sie stehlen alles, was nicht nied- und nagelfest ist! Sie haben sogar mein Vieh gestohlen! Was du nicht sagst. Das war kein einfacher Diebstahl, sondern schwerer Raub. Und ich weiß, wer es war. Lafont hat meinen Nimmersatt gestohlen. Er war ganz scharf darauf, mein kostbares Schwein auf seine Speisekarte zu setzen und ihn als Eintopf in seinem verdammten Gasthof aufzutischen. Nimmersatt ist weg. Ich weiß genau, dass Lafont ihn gestohlen hat. Habt ihr es der Wache gemeldet? Sie meinte, ich sollte mich damit an den Magistrat wenden. Aber das würde viel zu lange dauern. Der arme Nimmersatt hat nicht mehr viel Zeit. Jemand muss ihn für mich retten, bevor er als Schinkenbrot endet. Ich kann euer Schwein finden. Jo, gut, die Kiste haben wir schon mal gesichert. Da sind noch mehr Quests zu sehen, aber das, die nehme ich jetzt dann nicht an. Also hier lang. Ganz schön verwinkelt die Wege. Für König Kasimir! Für Gold und Reichtum. Irgendwie da, oder? Habe ich das jetzt falsch gesehen? Nee, müsste schon stimmen. Oh Mann, wahrscheinlich habe ich gerade einen total bescheuerten Weg gewählt. Na, ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Sieht so aus, als kommen wir zum Ziel. Und runter von Hotti. Das Kastell von Dolstürz. Ihr könnt euch oder einen anderen Spieler direkt wiederbeleben, wenn ihr im Besitz eines gefüllten Seelensteins der passenden Stufe seid. Findet König Kasimir. Ich muss hier... Auf jeden Fall brauche ich meinen... Clanny, hätte ich fast gesagt, aus Gewohnheit. Meinen Begleiter. Was ist denn das? Ihr müsst jetzt gehen, mein Gebieter. Auf keinen Fall. Der Drache flieht nicht aus seinem Hort. Sie haben es auf euch abgesehen. Moment. Was war das? Tod dem König. Schafft den König hier raus. Los! Dornen. Der Blitzmantel, der sorgt auch dafür, dass sich wieder Schaden einsteckt. Scheibenhonig. Nächste Wegstand. Also hier wird nicht klappen, oder? Oder doch? Schaffen wir. Außenrum! Habe ich etwa einen Seelenstein gehabt oder war das jetzt einmal. Auf die Seite! Nein, jetzt schon wieder. Laufen, laufen, laufen.
Flankieren! Jetzt auf die Seite! Ich schätze, ich verkacke das. Ich habe keinen Heilzauber, das ist jetzt echt beschissen. Auf die Seite! Ja, hättest du gerne. Aber ich glaube. Jo, ein Erfolgserlebnis. Das war Bankieren! Yes! Außenrum! Wenn ich angegriffen werde, bleibt mir da nichts anderes übrig als laufen. Und zwar im Kreis um diese Waffe. Wir kümmern uns darum. Mein erster Punkt in diesem. Geht nach oben und beschützt den König. Aha, endlich meine klare Ansage. Gut. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn man sich nicht sieht. Ich mag diese First-Person-Perspektive nicht besonders. Gut. Naja, zumindest kommt man ein bisschen Pfeffer in die Quest rein. Das wird hart, das kenne ich schon. Warte mal. Das kenne ich schon. Ich habe leider keine Heiltränke dabei. Ich kann eigentlich nur das hier machen. Lebensregeneration erhöhen. So, und. Und laufen. Lauf. Ja, steh du nur in der Tür, hast du nicht. Genau. Aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Bei dem bin ich in der Beta, glaube ich, auch beim ersten Mal gestorben. Und ich spare gerade Mana, damit ich meinen Begleiter erneut beschwören kann. Ohne den habe ich nämlich hier jetzt gerade keine Chance. Der erhält die Aggro, nein, hält er nicht. So. Neuzauber. Der hat schon mal auf der Pfanne mit Level 4. Nicht schlecht. Ich sag jetzt lieber nicht, die Chancen stehen gut, weil es geht in der Regel, geht das schief. Ja. Den sind wir los. Goldeisenschwert. Wenn ich Schwerter möchte, wird es sicher nicht verkehrt. Das fällt mir zwar nicht leicht, Hauptmann, aber ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich eure Warnungen ignoriert habe. Das macht doch nichts, mein König. Ich entschuldige mich, falls ich bei der Ausübung meiner Pflichten unverschämt war. Ganz und gar nicht, Aresin. Bitte erhebt euch. In den Diensten von Dolchsturz soll unsere Freundin hier von der Wache und den Rittern nach Kräften unterstützt werden. Natürlich, wir werden alles tun, um Angoff zu finden und seine Beweggründe zu erfahren. Ganz Dolchsturz steht hinter unserer Heldin. Hallo, Kasimir. Wie es scheint, war die Sorge des Hauptmanns um mich berechtigt. Ihr habt mich an diesem Tag vor der Klinge dieses Assassinen sowie vor meiner eigenen Dummheit gerettet. Ich habe getan, was ich konnte. In der Tat. Die Leiche hier am Boden ist der Beweis.
Wer war dieser Mann, der kam, um mich zu töten? Was hat er gesagt? Der Meuchelmörder hieß Verdig, aber er arbeitete für jemanden namens Angov. Angov? Diesen Namen habe ich meine Spione schon flüstern hören. Der königliche Oberspion meldet, dass dieser Angov die Unruhe im ganzen Königreich auf die Spitze treibt. Doch mehr wissen wir nicht. Sie wollten Chaos stiften, indem sie euch ermorden. Chaos stiften ist der Weg, nicht das Ziel. Es ist nur das Mittel, nicht der Zweck. Hier wird nicht nur Chaos um seiner selbst willen angezettelt. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Oh ja, meine Freundin. Ich erteile euch hiermit die besondere Erlaubnis, in meinem Namen Nachforschungen über diesen Schurken Angov anzustellen. Doch ihr müsst dies geheim halten, da wir uns nicht verraten wollen. Ich werde jedoch nie vergessen, was ihr heute für mich tut. Ein Fertigkeitspunkt und ein Schwert. Gut. Ihr habt das Leben des Königs von Dolchstürz gerettet. Ja, das ist doch ein würdiger Abschluss. Ein Fertigkeitspunkt. Das sind Attributspunkte. Rang 5 bei mittlerer Rüstung. So, ich habe 2 Fertigkeitspunkte. Wenn ich kann, möchte ich einen irgendwie... Kann ich noch nicht. Seelenmagie. Kann ich auch noch nichts investieren. Leichte Rüstung. Verringert eure Magikerkosten für jedes Stück getragene leichte Rüstung. Das wählen wir, das ist sinnvoll. Und das an den zweiten Punkt da, den hebe ich wie gesagt für Heilung auf. Und dann haben wir endlich mal einen Bonus auf leichte Rüstung, auch wenn ich davon nur einen Teil trage im Moment. Ende. Gut, hiermit schließe ich die Aufgabe jetzt mal ein bisschen früher. Ich werde heute noch ein bisschen offline weiter spielen, ohne Aufnahme. Und die Quest hier müsste eigentlich einen Nachfolger haben. Nein. Nee, momentan nicht. Dann ist es wohl wirklich erledigt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Also in der restlichen Zeit, bis die Aufnahme wirklich zu Ende ist. Bevor ich die Zeit einfach verschenke. Deswegen wird es trotzdem ein ganzes Video. Schaue ich mich mir hier ein bisschen um. Aber ich verabschiede mich eben schon mal. Das könnte ein bisschen was bringen an Münzen. Truhe. Rezept herzhafter Wein. Den schauen wir uns noch an. Magiker Regeneration. Gut. Und wie gesagt, Aufnahme stoppt jetzt.